hoffentlich sieht er hier bald wieder raus. Wo zum Teufel sind wir hier? Pass auf! Fürchtet euch nicht, geächtet. Kleiner Barbar. Unsichtbare Zauberlehrling, Hüter des Schildes und Prinzessin der Akrobatik. Wer war das? Das war der Fürst der Vergeltung, die linke Hand des Teufels. Und ich bin der Herr der Schlösser, euer Führer in der Geschichte von Kerkern und Drachen. Sehen, was ist mit... Irgendetwas stimmt nicht mit meinem Energiebogen. Na, wartet euch, Biest, dann werde ich schon zeigen. Oh nein, was ist jetzt los? Meine Batterien sind leer. Schnell, Bobby, komm unter mein Schutzschild. Durch mein Energiefeld werden die nie durchkommen. Hey, was soll das? Deine Batterien scheinen auch am Ende zu sein. Wenn wir nicht schleunigst hier wegkommen, werden unsere Batterien nicht die einzigen sein, die am Ende sind. Schnell, da lang! Fängt nicht an zu rosten. Ich hoffe vielmehr, diese Untiere kommen nicht nochmal zurück. Würde interessieren, was diese fliegenden Affen überhaupt von uns wollen. Und vor allem, was ist mit unseren Waffen? Da hat bestimmt der Schreckensfürst eine Hand im Spiel. Wir verschwinden lieber, bevor dieser Teufelsfürst am Ende hier noch selbst auftaucht. Die fliegenden Affen haben versagt, Meister. Sie haben nicht einmal die magischen Waffen der Erdlinge mitgebracht. Diese Versager, nichts nutze. Ich muss wieder mal alles selber in die Hand nehmen. Du kannst dich wieder zurückziehen und meine weiteren Befehle abfangen. Jawohl, Meister. Was auch immer das für Früchte sein mögen, sie sehen köstlich aus. Ohne die Magie unserer Waffen sind wir völlig hilflos. Langsam verzweifle ich. Dazu hast du auch allen Grund, Unsichtbare. Ihr Herr der Schlösser, ich höre, eure Waffen haben versagt. Ganz richtig. Ich war gerade dabei, ein paar Bäume umzuschlagen und peng, auf einmal hatte meine Keule keine Kraft mehr. Das hatte ich schon befürchtet. Die magische Energie, die euren Waffen ihre Kraft verleiht, ist verbraucht. Was? Verbraucht? So wie leere Batterien? Bobby, kapier doch, unsere Waffen haben keine Batterien. Eure Waffen müssen wieder mit mystischer Energie aufgeladen werden. Ich hatte doch recht, die Batterien sind leer. Na gut, wir müssen sie aufladen, aber wo? Hoch droben in den Totenbergen gibt es einen Ort, den man die Halle der Gebeine nennt. Die Halle der Gebeine? Das hört sich ja heiß an. Das hört sich eher gespenstisch an. Die Halle der Gebeine ist ein riesiger Totenkopf mit den sterblichen Überresten der tapfersten Ritter dieses Landes. Na großartig, auch noch ein Friedhof.
Über der heutigen Hölle heuer wäre. Im Innern dieser Halle werdet ihr dann auf die Hirnschale der magischen Kräfte stoßen. Sie wird euren Waffen wieder Energie verleihen. Wie finden wir den besagten Ort? Keine Sorge, man wird euch dorthin führen. Aber man wird von euch Bezahlung verlangen. Und vergesst vor allem nicht, in der Dunkelheit blickt ins Licht. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Warum zeigt ihr uns nicht den Weg, Herr der Schlösser? Bitte sag's nicht. Er ist schon wieder weg. Ich hab dich gebeten, es nicht zu sagen. Dala, machen wir uns auf den Weg. Mir wäre viel wohler, wenn unsere Waffen jetzt schon wieder funktionieren würden. Vielleicht können wir hier einen Führer anheuern. Anheuern? Weitermachen. Aber wir haben kein Geld. Eric hat ausnahmsweise recht. Aber Gott sei Dank hat der schlaue Eric eben eine Eingebung erhalten. Mit meinem Talent würde ich schon für das nötige Kleingeld sorgen. An deiner Stelle würde ich das lieber bleiben lassen. Ach was, wenn sich die Leute hier schon über zwei kleine Holzköpfe kaputt lachen, wie reagieren sie dann erst auf einen so großen Holzkopf wie dich? Ich wünsche einen schönen Nachmittag, Ladies und Lords. Der große Eric wird Ihnen jetzt die Laune aufheitern. Wie viel Zwerge braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Oh, Eric, lass das sein. Gar keine, weil sie zu klein sind. Die Lampe hängt zu hoch für sie. Oh, ich schäme mich für ihn. Kennt ihr den Witz von dem Barbaren, der so wenig im Hirn hatte, dass... Nein! Wie wenig hat der Barbar denn im Hirn gehabt? Er war so dumm, dass jeder ihn liebte. Er war der netteste Kerl auf der ganzen Welt. Sag mal, Presto, kannst du nicht versuchen, ein wenig Geld aus der Mütze zu zaubern? Ich glaube nicht, dass das geht. Versuch es, Presto. Na schön. Oh nein, ich denke, das war nichts. Los, versuch's nochmal! Oh Gott, ich gebe es lieber auf! Hey, Presto! Presto, du bist eine Schau! Du hörst, die Leute sind begeistert von dir. Bist du sicher, dass wir da reingehen sollen? Aber klar doch, diese Führer hängen doch meistens in solchen Spelunken herum. Vergiss nicht, Eric, dass unsere Waffen nutzlos sind, falls wir Schwierigkeiten bekommen sollten. Was für Schwierigkeiten denn? Der alte Hüter des Schildes weiß genau, was zu tun ist. Eric, meinst du nicht, der sollte uns besser nach einem Führer umsehen, der unsere Sprache spricht? Ach was, wir lassen einfach das Geld für uns reden. Ist einer der Herren vielleicht an einem kleinen Geschäft interessiert? Seht ihr, ich hab wieder mal recht gehabt. Leb wohl, Eric. Hab mich gefreut, deine Bekanntschaft zu machen. Wir brauchen eigentlich nur einen, der uns führt. Natürlich, ihr habt recht. Drei sind immer besser als einer. Und ich werde euch auch dafür belohnen. Hilfe! Hilfe! Sieht so aus, als hätte der alte Hüter des Schildes doch Schwierigkeiten. Wartet doch, können wir das nicht beim Mittagessen besprechen? Hey, ihr Gesellen! Warum um das bisschen Kleingeld streiten, wenn ihr hier alles haben könnt? Hier! Los, komm, Eric! Eric! Da sind diese Betrüger! Ich möchte nur wissen, was sie haben. Die sollten sich doch lieber über den Sack voll Geld freuen. Das war kein Geld. Wir haben ihnen einen Sack mit Kronkorken geschenkt. Wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen? Red nicht so viel und lauf, lieber Eric. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Kommt hier entlang, Freunde. Ich werde euch helfen. Und wenn sie eine von denen ist? Wisst ihr noch, was der Herr der Schlösser gesagt hat? In der Dunkelheit müsst ihr ins Licht blicken. Die Frau ist hier, um uns zu helfen. Sie ist keine von denen. Durch diesen Geheimgang könnt ihr euch in Sicherheit bringen. Außer mir kennt ihn niemand. Sicherheit, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Wer seid ihr? Ein Freund von euch hat mich zu euch geschickt. Ein Freund? Das ist ein riesiges Spinnennetz. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Selbst wenn ihr euch befreien könntet, seid ihr verloren. Und euch ist nämlich ein bodenloser Abgrund. Jetzt werde ich bekommen, was schon lange mir gehört. Nein!
Eure magischen Kräfte sind jetzt die meine. Eure Körper überlasse ich nun meiner treuen Dienerin Lolz, der Dämonenkönigin der Spinnen. Du kannst jetzt mit ihnen tun, wonach immer dir ist. Du musst dein Horn zur Hilfe nehmen. Schneide den Faden durch. Halte durch, Juni. Ist ja wieder gut, Juni. Jetzt schneide die restlichen Fäden durch, damit wir hier verschwinden können. Na, großartig. Jetzt laufen wir schon mehr als 3 Stunden in dieser unterirdischen Höhle umher. Kannst du vielleicht irgendwann mal mit deiner blöden Meckerei aufhören? Ach, ist doch wahr. Seht doch, vielleicht kommen wir da raus. Was, da sollen wir raussteigen? Du kannst ja gern hier in der Höhle bleiben. Nein, danke. Aber wir haben keine Waffen mehr. Wir sind völlig hilflos. Wenigstens sind wir noch am Leben. Also gehen wir. Schnell, runter! Bleibt unten, das war Tiamat. Nein, das war der Fürst der Vergeltung. Oh nein, das sind beide zusammen. Wir sollten uns schnellstens in Sicherheit bringen. Ja. Tiamat, du siehst soeben deinen Meister vor dir. Nein, ich bin mein eigener Meister. Verdammt, wie sollen wir jetzt von dir wegkommen? Bist du schwach für mich? Nein, Drachenkönig. Ich habe hiermit die Kraft, dich zu besiegen. Ich weiß, was er vorhat. Er will unsere Waffen im Kampf gegen Tiamat einsetzen. Das finde ich großartig. Hoffentlich besiegt er ihn. Aber unsere Waffen haben doch gar keine Energie mehr. Auch gut. Dann wird Tiamat den Fürsten besiegen. Somit können wir unsere Waffen aber auch abschreiben. Früh gefreut. Ja, ja. Und unser Krampf. Das ist unsere Chance. Euch. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich zur Halle der Gebeine. Aber wir wissen doch gar nicht, wie wir dorthin kommen. Wir werden schon noch jemanden finden, der uns dorthin führt. So, so, zur Halle der Gebeine wollt ihr also. Das ist doch alles ein Witz. Nirgendwo ein Dorf, ein Führer oder dergleichen. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Was würdet ihr nicht unbedingt sagen? Und vor allem, wer seid ihr? Was macht ihr denn für Gesichter? Habt ihr noch nie in eurem Leben einen Hälftling gesehen? Hälftling? Wir können nur euren Kopf sehen. Was? Ach so. Verzeiht mir bitte. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hector, der Hälftling. Ihr seht aber nicht sehr glücklich aus. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Das glaube ich allerdings nicht. Wir suchen so einen albernen Friedhof. Ihr sucht nicht zufällig nach der Halle der Gebeine, Fremde. Wisst ihr etwa, wo sie ist? Was für eine Art Führer wäre ich, wenn ich es nicht wüsste?
Ihr seid ein Führer? Könnt ihr uns etwa zu der Halle bringen? Aber natürlich. Und was wird uns der Spaß am Ende kosten? Nicht viel. Ich nehme einen niedrigen Preis. Ihr entlohnt mich damit, indem ich euch begleiten darf. Da können wir nicht Nein sagen. Oh Mann, das erinnert mich an zu Hause, an den Grand Canyon. Ich hoffe, wir sind bald da. Ich auch, ich kann bald nicht mehr. Meine Füße sind schon so schwer wie Blei. Ja. Nun kommt, meine Freunde, wir sind praktisch schon am Ziel. Ach ja? Ich kann aber noch nicht sehr viel erkennen. Oh nein, da sollen wir hochsteigen? Ja. Wenn wir wieder zu Hause sind, fahre ich nie wieder in die Berge zum Urlaub machen. Das schwöre ich. Komm, Juni, du schaffst es schon. Juni, kannst du nicht aufpassen? Kann mir mal jemand sagen, warum sich immer alles über meinen Kopf abspielen muss? Haha, hoho, hihi. Warte, Juni, ich helf dir. Nach meiner Meinung hat dieser Clown keine Ahnung, wo er uns überhaupt hinführt. Du scheinst dir ziemlich sicher zu sein, Eric. Ja, und mit Recht. Ich schlage vor, wir stellen Hector jetzt zur Rede. Ja, genau. Da bin ich auch dafür. Also dann gehen wir es an. Die Idee ist ja ganz gut, aber dazu müssen wir ihn erstmal einholen. Hey, Hector, warte. Du hast gesagt, du würdest uns zur Halle der Gebeine bringen. Das habe ich auch. Sie liegt direkt vor euch, Freunde. Die Halle der Gebeine. Sieht ja gespenstisch aus. Ja. Als ich es gesehen habe, wäre mir lieber, wir hätten es nie gefunden. Kommt nur, Freunde, wir haben keine Zeit zu verlieren. Also ich fühle mich hier gar nicht wohl in meiner Haut. Kannst du mir verraten, wo du dich überhaupt wohlfühlst? Die Hirnschale der magischen Kräfte. Die Legende besagt, sie glüht mit der Kraft der Helden, die hier begraben sind. Also, worauf wartet ihr noch, Fremde? Ich glaube, Hector fürchtet sich hier drin noch mehr als wir. Will uns der Schädel jetzt auffressen? Ich schlage vor, wir legen unsere Waffen erstmal hier rein. Wieder alles tadellos. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, den Preis für meine Führung zu kassieren. Der Fluss der Vergeltung. Ihr werdet mir jetzt eure Waffen aushändigen. Ihr seid also der Führer, der von uns Bezahlung verlangt. Ganz richtig. Und ihr werdet jetzt meinen Preis bezahlen, ob ihr wollt oder nicht. So einfach geht das nicht, Fürst. Mir fällt da was ein. Der Herr der Schlösser sagte, in der Dunkelheit müsst ihr ins Licht blicken. Schnell, folgt mir alle in den Schädel. Das muss das Licht sein. Ich hoffe nicht das Gegenteil. Nein, nicht! Haben wir das etwa bewirkt? Keine Ahnung. Der Kampf gegen den Fürsten der Vergeltung ist nicht länger euer. Ihr könnt gehen. Was passiert jetzt mit uns? Ich weiß es nicht. Abwarten. Ihr wagt es, mir zu widerstehen? Das kann nicht wahr sein. In dieser Halle, Fürst der Vergeltung, regieren unsere Kräfte. Sind wir zu Hause? Nein, aber wir sind außerhalb der Halle der Gebeine. Und vor allem weg von Schreckensfürsten. Aber noch nicht weit genug. Schnell, wir müssen weg von hier. Oh Mann, das fällt ja alles in sich zusammen. Lauf schneller, sonst werden wir mit in die Tiefe gerissen. Wenn diese Halle der Ausgangspunkt eurer magischen Kräfte ist, bleibt mir keine andere Wahl. Gott sei Dank haben wir noch rechtzeitig unsere Waffen mit Energie geladen. Seht nur! So viel ich weiß, hält die Energie unserer Waffen aber nur 300 Jahre. Was soll das heißen, nur? Was
ist denn jetzt passiert? Glaubt ihr, sie haben den Fürsten der Vergeltung vernichtet? Das will ich doch stark hoffen. Ich denke, das hat soeben deine Frage beantwortet, Trestor. Wow, ich möchte nur wissen, wo der Fürst der Vergeltung seine Batterien neu auflädt. Ich möchte wissen, ob wir jemals aus dieser Welt wieder rauskommen. Wenn ihr alle Prüfungen bestanden habt, werdet ihr den Weg nach Hause finden. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids.